Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit dem heutigen BMZ und den Themen Underguild, PvP, Depp des Tages, eigene Aussage, nicht meine, und wortloser Kick. Fangen wir an mit, ich laufe mit meinem 916er DK Mythic Plus öfters. Das hat bisher immer so weit geklappt, dass der Dungeon abgeschlossen wurde, alles unter plus 10. Dann, nachdem das alles zwar mit ein paar Toten geklappt hat, aber immer abgeschlossen wurde, bis auf Verlies der Wächterin, hatte ich mich an ein plus 12 herangetraut. Das war Hof der Sterne mit den aktuellen Affixen für diese Woche, in Klammern letzte Woche, Tyrann, Platzend und Launisch. Letzteres lässt einen die Aggro als Tank nicht gut halten. Der erste Boss hat mich trotz allen CDs aber gleich unter die Erde befördert. Es gab ein paar Flames und die Leute sind direkt gegangen. Ich bin dann meine Talente durchgegangen. Meine Waffen, ich habe nochmal über alles drüber geschaut und korrigiert und den Fehler bei mir gesucht, weil ich das wichtig finde. Das gleiche Ergebnis hatte ich aber trotz Überarbeitung auch bei plus 10 und plus 11. Es gab jedes Mal harte Flames gegen mich. Bei der letzten Gruppe auf plus 10 hatten wir mehrere Versuche, aber das scheiterte jetzt auch. Jetzt suche ich irgendwie nach dem Fehler bei mir. Ich hatte auch die Position beim letzten Run neu ausprobiert und anders gesetzt und versucht, ihn zu kicken natürlich. Ich wollte fragen, dass ich mir das Glück auskenne, was du höher gemacht hast, ob du Tipps und Ratschläge hast und was du davon hältst, dass Leute den Tank flamen, weil er nicht so gutes Equip hat. Denn mir wurde nach dem Run auch gesagt, dass man mich ja nicht ziehen will und dass man direkt leaft bei einem Vibe. Darunter auch, ich soll meinen Charakter löschen. Also ich fand das sehr toxisch nur aufgrund von Vibes. Okay, das sind mehrere Sachen auf einmal. Also einmal von wegen geflamed von nur aufgrund des Equipments oder nur aufgrund des Vibes. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was dich bei dem Boss gekillt hat, wenn es nicht dieser Laser war. Also ich weiß nicht, wo du den positioniert hast. Es gibt halt so eine Stelle an der Brücke, wenn man da kämpft, wo man diesen komischen Laserbodeneffekt nicht sieht, den er macht. Und wenn man da drin stehen bleibt, gerade mit dem Equipmentstand von dir, ist es möglich, dass einen das in ganz schöne Schwierigkeiten bringt. Das weiß ich nicht. Also ohne irgendwie einen Lock zu haben oder den Kampf zu sehen, habe ich keine Ahnung, ob du da Schuld hattest oder nicht. Ob der Heiler gepennt hat oder sonst was. Grundsätzlich, 916 ist ultra dürftiges Equipment. Mag sein, dass man damit plus 10 machen kann, oder plus 12 machen kann bei Tyrannical. Es spricht allerdings nichts dagegen, das einfach zu verbessern. Also du solltest ohne Probleme, auch ohne Raids, locker in der Lage sein, auf 930 plus zu kommen. Als Referenz nehme ich immer meine Freundin, also größeren Casual gibt es nicht, die macht keine Raids, macht kein Mythic Plus, macht nur ein paar Quests und so, und die ist bei 930, 35. Also da anspruchsvollen Content zu machen und 20 Item-Level unter Ultra-Casual zu sein, ist halt nicht nötig. Ne? Arbeitest einfach ein bisschen am Equipment, dann lässt sich das schon mal vermeiden, dass du dann geflamed wirst, weil das Equipment nicht so gut ist. Der zweite Teil ist halt zu leaven nach einem Vibe. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich bei dem Boss, wenn wir ansonsten nichts verkackt hätten, also man kann halt, wenn die Ads kommen, zum Beispiel verkacken, dass man deren Stun nicht kickt. Und wenn man dann gestunt darum steht, als Tank oder sonst wer, wird es unangenehm. Also es gibt schon ein paar Varianten, wie der Kampf später unangenehm werden kann. Ich weiß es nicht genau, wann und woran du gestorben bist. Aber allgemein ist das kein Kampf, den ich besonders schwierig finden würde. Da gibt es also deutlich, deutlich schwierigere Kämpfe, gerade bei Tyrannical, als den. Von daher, wenn der schon nicht klappt, sehe ich, glaube ich, ein bisschen schwarz für den Rest des Dungeons, weil da wird's also auch nicht wirklich viel leichter. Ich kann von daher dann schon verstehen, warum die Leute lieben. Weil ich habe da, wie gesagt, nicht viele Vibes erlebt. Klar, man kann da mal vipen, aber nicht, dass das eine durchgehende Hürde ist, wo man nicht weiterkommt. Von daher habe ich da durchaus Verständnis, dass man sagt, okay, das wird nichts. Wer es in Schuld ist eine ganz andere Frage, das weiß ich nicht. Kann ich so aus der Ferne nicht beurteilen. Aber allgemein ist mein Tipp, versucht das Equipment zu verbessern und solange du nicht weißt, woran es gelegen hat, dass man gewiped ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du nicht ganz unschuldig bist. Das ist meine Erfahrung.
Bei mir ist es so, wenn ich irgendwo vibe und gar keine Ahnung habe, woran es gelegen hat, und du nennst dir ja keinen offensichtlichen Grund, halte ich es für nicht ganz unwahrscheinlich, dass so ein bisschen, zumindest Mitschuld, da auch bei dir ist. Aber wie gesagt, dazu kann ich nichts Genaues sagen, ohne die Details dieses Kampfes zu kennen. Die Schuld bei sich selber zu suchen, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Was das restliche Verhalten betrifft, sowas wie lösch deinen Charakter und so. Ja, gähn, solche Leute langweilen mich, nerven mich, völlig unnötig. Wenn man nichts Produktives sagen kann, dann die Klappe halten. Und wenn man was Produktives sagen kann und sagen kann, woran es liegt oder worauf derjenige achten sollte, dann soll man das tun. Aber ja, solche Situationen und Reaktionen gibt es schon mal gelegentlich, wenn die Leute angenervt sind und der Rest, also wenn es Geflame gibt wegen des Equipments, kann ich das insofern verstehen, dass das arg dürftig ist für 10er oder 12er oder noch höher und du da sehr leicht dran arbeiten kannst, das binnen kürzester Zeit deutlich zu verbessern. Selbst wenn du, und davon gehe ich mal aus, keinen Stammraid hast und vielleicht auch gar nicht bereit bist, dir einen zu suchen. Aber wenn doch, umso leichter, wenn du natürlich irgendwie Normal oder sogar HC später machen kannst, dann sollte das mit dem Gear kein Problem mehr sein. So, Thema PvP, Allianz vs. Horde, Bardo. Ich spiele seit 10 Jahren Allianz aus Überzeugung. Okay, finde Allianz-Lore einfach besser, ja. Hab eigentlich mehr PvE gespielt, aber in letzter Zeit finde ich PvP immer besser. Da ich es langweilig finde, jede Woche denselben Raid zu grinden, dann lieber jede Woche denselben BG, ne? Aber darum soll es nicht gehen. Aber jeder Allianz-Spieler kennt bestimmt das Problem. Gefühlt gewinnt die Horde 1 von 10 BGs. Das geht dir extrem auf die Nerven. Du meinst vermutlich, dass die Allianz gefühlt 1 von 10 gewinnt, oder? Du spielst Allianz und beschwerst dich, dass die Allianz gewinnt? Nee, ne? Nehme ich mal an. Als ich im Gilden-Chat mal genervt die Allianz im PvP echt im Nachteil gepostet habe, kam sofort der Konter, die Rassenboni sind viel besser bei der Allianz. Folglich liegt es wohl daran, dass Horde und Allianz-Spieler grundverschiedene Persönlichkeiten sind und die Horde einfach besser, die besseren PvPler hervorbringt. Momentan überlege ich, mir einen PvP-Char auf Horde-Seite zu erstellen. Was glaubst du, woher kommt dieses Ungleichgewicht aus den BGs? Also ich nehme mal an, du meinst, deine Seite verliert, weil sonst würde man sich ja nicht beschweren. Wenn die Seite verliert, bei der du mitspielst, in 90% der Fälle, liegt es an dir? Frage geklärt. Nein, aber mal Spaß beiseite. Selektive Wahrnehmung. Ich glaube, dass es BGs gibt, in denen die eine oder andere Seite einen leichten Vorteil hat. Ich glaube, Alte Rack war traditionell ein BG, in dem die Allianz immer einen deutlichen Vorteil hatte, aufgrund des Layouts. Solange die Dinger nicht komplett symmetrisch gebaut sind und komplett gespiegelt sind, gibt es immer irgendwelche Kleinigkeiten, die einen leichten oder größeren Vorteil bieten. Und der größte Vorteil, den die Allianz immer hatte, war, dass die Base relativ gut zu deffen ist. Da ist eine offene Brücke, auf der du die Leute umnuken kannst, zum Beispiel, und da ist nicht so leicht vorbeizukommen, die ist relativ gut zu deffen. Aber ansonsten sind die BGs sind die so ausgelegt, dass du auf beiden Seiten ziemlich genau gleich gute Karten hast. Es kann natürlich immer mal sein, lange Zeit wäre es so, hätte es so sein sollen in der Theorie, dass vermutlich die Allianz besser wäre, weil die Allianz-Racials als besser galten, die Leute folglich, die High-End-PvP machen wollen und wollten, alle Allianz gerollt haben und dementsprechend die guten PvPler, unabhängig davon, wie gut tatsächlich die Allianz-Racials waren, die guten PvPler in einem großen Maße Allianz gespielt haben. Ob das bei normalen BGs und nicht rated BGs und so eine Rolle spielt, glaube ich ehrlich gesagt eher mäßig. Ich glaube, die sind sich sehr, sehr ähnlich und sind da in einer sehr, sehr großen, in einem sehr, sehr ähnlichen Verhältnis. Ich schätze, bis auf Alterac. Alterac, glaube ich, hat eine relativ große Verschiebung gehabt. Ich meine, es gab auch irgendwo mal alte Stats, welche Fraktion welchen BG häufiger gewinnt. Und der Einzige, der da extrem rausgestochen hat, glaube ich, war Alterac. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht, denn es hat sich, glaube ich, ein bisschen verschoben bei den High-End-PvPlern mit Legion, dass die Richtung Horde gewandert sind, weil sie jetzt die Horde-Racials für stärker halten als die Allianz-Racials. Aber da bin ich mir nicht im Klaren drüber. Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass deine Fraktion in BG signifikant häufiger verliert, dann bist du der Grund. Tut mir leid. Sind wir doch wieder beim selben Gag wie eingangs. Ja.
In diesem Sinne. Hallo zusammen, ich habe mich gestern zum Deppen-Arschloch gemacht. Ich habe die Legion-PvP-Quests gemacht, bin dann nach WoD geportet, um dort Aufnahmen für meine YouTube-Videos zu machen. In Gorgrund habe ich gesehen, wie jemand gegen eins der Elite-Viecher gekämpft hat und habe mit meiner Eislanze draufgehauen mit dem Talent, dass zwei Ziele getroffen werden. Nicht daran gedacht, dass ich noch PvP anhatte und nicht gesehen, dass der Kerl ein Hortler war. Somit waren der Hortler und der Mob tot. Ich dachte noch, oh Mist, PvP ausgemacht und bin weitergeflogen. Keine 5 Minuten später kam der Whisper von einem Level 1-Char, ob ich es lustig finden würde, dem Hortler seinen Blitzdenker-Elixier, das 300% XP-Dings, versaut habe. Das Zeug ist sauteuer und ob ich ihm jetzt das Gold ersetzen würde, das mit dem Gold ersetzen war. Mehr sarkastisch gemeint, denke ich. Ich war so überrascht, dass ich nicht mal zurückwispern konnte, bevor der Char wieder offline war. Auch wenn man es mir wahrscheinlich nicht glaubt, ich hatte die besten Absichten. wie heißt es so schön? Das Gegenteil von gut ist gut gemeint, ne? Aber, Mai, das passiert. Ich glaube, es kennt jeder. Also gerade heutzutage ist es ja meistens nicht mehr so wichtig, weil man doch meistens davon ausgehen kann, dass Spieler, die sich irgendwie einen Elite oder so vornehmen, in der Lage sind, den sowieso solo zu killen. Früher war das viel häufiger mal der Fall, dass Leute sich grenzenlos übernommen haben mit irgendwas und man dann gelegentlich auch dem Spieler der anderen Fraktion kurzzeitig helfen konnte. Und da kennt es, glaube ich, jeder, dass man mal irgendwas gemacht hat, irgendeinen falschen Knopf gedrückt, irgendwie ein Low-Level-Hortler läuft vorbei, während man Allianz spielt und man drückt irgendwie Thunderclap oder sonst was und plötzlich liegt der andere tot da. Es ist, glaube ich, jedem mal passiert. Aber ja, mit Blitzdenker-Elixier, das kostet im Moment so um die 100.000 Gold, teilweise mehr auf den Servern, ist es natürlich ärgerlich. Nur ganz ehrlich, wenn ich schon auf einem PvP-Server bin, dann knall ich mir doch dieses Blitzdenker-Elixier irgendwo rein, wo mir nichts passieren kann. Also macht es doch entweder in einem Dungeon oder so, oder ich gehe mit Leuten in eine Gruppe, die von einem PvE-Server sind, um sicherzustellen, dass ich nicht einfach umgehauen werde. Aber ja, hat er nicht gemacht, hat er Pech gehabt und du hast es gut gemeint. Finde ich, ist eine sehr schöne Geschichte. Also hast du auf jeden Fall den Deppen des Tages verdient. Ich war diese Woche mit meinem Hanzashami Item Level 962 in Holzhofeller. Ich habe für den D und Heal für Normal und Hero angemeldet, weil ich da eine World Quest drin machen wollte. Bekam Invite als Heal, da der DH-Tank 11 Millionen HP hatte. Habe ich mir gedacht, kannst du locker auf DD bleiben und die Leute, die Heal brauchen, mit meinem Guffel Melee Heal heilen. Ja, spricht, glaube ich, grundsätzlich absolut nichts gegen. Da kannst du alleine durchpflügen, wie das Messer durch die Butter. Auf HC, vermutlich könntest du das alleine auf Mythic noch machen. Nach dem ersten Boss wurde ich aus der Gruppe gekickt, ohne dass jemand was gesagt hat. Es ist niemand gestorben. Wir waren bis dahin schnell unterwegs. Meiner Meinung nach hatte ich zwar nicht die richtige Rolle gespielt, aber dies hat der Gruppe in keinem Fall geschadet. Was denkst du darüber? Also erstmal, ich habe keine Ahnung, was sonst in der Gruppe passiert ist. Warst du irgendwie idle? Hast du die Leute angeflamed? Irgendwas? Irgendwelche Dialoge? Ist immer so ein bisschen schwer, eine Ferndiagnose zu stellen, warum Leute irgendwen kicken können. Möglicherweise waren sie einfach blöde Kackspaten, das kann sein. Ich finde es grundsätzlich auch überhaupt nicht schlimm, bei sowas, was nun wirklich jeder solo machen kann, also gerade der Tank, den du da genannt hast, oder auch dich selber. Sobald man in der Lage ist, das, was man da als Gruppe macht, ohne jedes Problem solo zu machen, spielt es überhaupt keine Rolle mehr, meiner Meinung nach, wer da welche Rolle spielt. Und du hast gesagt, gut, dann spiele ich halt meine Offspec und heil halt als Enhancer, das geht ja grundsätzlich auch, wenn nicht gerade Mörder-Damage reinkommt. Vermutlich kannst du sogar mittlerweile als Enhancer mehr heilen, als es am Anfang der Expansion ein echter Heiler konnte mit dem Guffelgear, was man hatte. Ich weiß nicht, was die Leute bewegt hat, dich zu kicken. Wenn sie dich tatsächlich gekickt haben, weil du die falsche Spec gespielt hast, muss man halt sagen, die Leute begreifen teilweise nicht einmal, wie sehr sie sich ins eigene Knie schießen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn irgendwie ein großes Risiko bestehen würde oder man die Sachen nicht vernünftig schafft oder Leute beim ersten Boss gestorben wären, die geheilt hätten werden können, hätte ich gesagt, alles irgendwo legitim, mehr oder weniger zu sagen, man kickt denjenigen.
Wenn man es nur macht, weil man selber begriffen hat, oh mein Gott, derjenige hat gegen eine Regel verstoßen, er hat sich als Heiler gemeldet, hat nicht Heiler gespielt, das muss bestraft werden. Wenn die Leute sich ins eigene Knie schießen wollen, sollen sie es tun. Es ist ein bisschen ärgerlich für dich, aber wenn es nach dem ersten Boss war, heißt es, du hast nicht den Deserteur-Debuff bekommen, kannst zur Not neu melden und hast damit nur in Anführungsstrichen die Zeit verschenkt, die es gedauert hat, bis zum ersten Boss einschließlich Kill. Was vermutlich bei dem Equipment, was du in der Tank hatten, eine Minute war oder so. Da ist ja nicht besonders viel, was davor gemacht werden muss. Ja. Also wenn ihr Leute auf die Idee kommt, andere wegen irgendwas anzuzicken, was sie eurer Meinung nach richtig, nicht richtig machen oder nicht so machen, wie sie es machen sollten, dann denkt doch immer mal nach, ob es einen guten Grund dafür geben könnte und ob es überhaupt einen negativen Effekt hat auf das, was ihr machen wollt. Wie beim letzten Mal hatten wir neulich eine Geschichte von jemandem, der im Low-Level-Bereich Holy Priest gespielt hat, als DD, weil er gesagt hat, ich mache als Holy mehr Damage als Shadow. Da hat er grundsätzlich völlig recht mit. Und selbst wenn nicht, fragt euch, habe ich gerade ein riesen mega Problem damit, in einem Low-Level-Dungeon, wo ein Trashpack in 7 Sekunden tot ist, ob derjenige Spec X oder Spec Y spielt? Und die Antwort sollte meistens lauten, nee, ich glaube, ich kann gerade so damit leben. Das soll es gewesen sein, von heute. Tut mir und euch einen Gefallen. Ich glaube, ich verlinke das auch nochmal unter diesem Video. Das ist nur so ein kleiner Satz am Rande. Andi, der jetzt die Seite Venian.eu betreut, hat eine kleine neue Seite gebaut. In Gedenken an Venian unter anderem mit einem digitalen Kondolenzbuch und mit der Möglichkeit, die Familie zu unterstützen. Und bei Familie muss man sagen, da ist leider nicht mehr viel übrig bei Venians Familie. Es ist noch die Schwester übrig, die in den letzten 3 Jahren beide Brüder verloren hat, beide gestorben. Und der Vater lebt bereits nicht mehr und die Mutter ist an Demenz erkrankt. Also wenn bei jemandem, wenn ihr noch 1 Euro oder 2 oder 5 übrig habt, das ganz gut angelegt ist oder aufgehoben ist, um zum Beispiel auch die Beerdigungskosten und alles, was damit zu tun hat, zu bezahlen, dann vermutlich dort. Ich packe den Link zu diesem Video dazu. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und tschüss, sagt euer Onkel Balo.